seien a mit Koordinate 1, 0, 2, b mit Koordinate 1, 0, 4 und c mit Koordinate 3, 5, 7 in einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes. Klein a, bestimme den Ort der Punkte P so, dass ABP ein gleichseitiges Dreieck ist, gibt die Art des Ortes an. Klein b, bestimme die Distanz zwischen C und der Geraden AB. Klein c, berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Klein d, berechne den Kosinus des Winkels BAC. Und klein e, bestimme die Gleichung der Ebene ABC. Wir beginnen mit klein a. Zuerst zeichnen wir die Situation. Das ist der Punkt A mit Koordinate 1, 0, 2. Das ist der Punkt B mit Koordinate 1, 0, 4. Und da ist der Punkt C mit Koordinate 3, 5, 7. Hier ist ein Punkt P mit Koordinate x, y, z, der zum gesuchten geometrischen Ort gehört. Wir suchen zuerst den Abstand zwischen A und B. Das ist natürlich 2, je nach diesen Koordinaten. Dazu brauchen wir eigentlich nicht die Abstandsformel zwischen zwei Punkten. Selbstverständlich ist dieser Abstand gleich 2. Der Abstand zwischen A und P soll derselbe sein, weil das Dreieck ABP gleichseitig sein muss. Der Abstand zwischen A und P ist also auch 2. Und diesen Abstand berechnen wir durch Quadratwurzel von Differenz der Abszissen beider Punkte im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat plus Differenz der Lote im Quadrat. Der Punkt P hat als Koordinate x, y, z und der Punkt A hat als Koordinate 1, 0, 2. 1, 0, 2. Wenn wir diese Gleichheit beidseitig im Quadrat erheben, so finden wir x minus 1 im Quadrat plus y im Quadrat plus z minus 2 im Quadrat gleich 4. Jetzt machen wir dasselbe für die Punkte B und P, denn auch dieser Abstand soll gleich 2 sein. Wir rechnen den Abstand zwischen B und P durch die Quadratwurzel von Differenz der Abszissen im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat plus Differenz der Lote im Quadrat. Der Punkt P hat als Koordinate x, y, z und der Punkt B hat als Koordinate 1, 0, 4. Auch diese Gleichheit erheben wir beidseitig im Quadrat und so finden wir x minus 1 im Quadrat plus y im Quadrat plus z minus 4 im Quadrat gleich 4. Wenn wir diese zwei Gleichungen vergleichen, so stellen wir fest, dass z minus 4 im Quadrat gleich sein muss zu z minus 2 im Quadrat. Und diese beiden Quadrate können nur in zwei Fällen gleich sein. Entweder die zwei Klammern sind gleich, oder die zwei Klammern sind gleich, aber genau entgegengesetzt. Wenn die zwei Klammern gleich sind, dann macht das keinen Sinn, denn das würde bedeuten, dass minus 4 gleich minus 2 ist. Also müssen die zwei Klammern gleich, aber entgegengesetzt sein, was sofort führt zu z gleich 3. Wenn wir hier drin z durch 3 ersetzen, so ergibt dieser Term 3 minus 2, das heißt 1, im Quadrat, das heißt 1. Und diese 1 setzen wir rechts rüber, die wird dazu minus 1 und so bleibt als Gleichung x minus 1 im Quadrat plus y Quadrat gleich 3. Wenn wir hier z durch 3 ersetzen, so finden wir minus 1 im Quadrat. Aber minus 1 im Quadrat macht auch 1. Diese 1 setzen wir dann rechts rüber, dann steht rechts 4 minus 1, das heißt 3. Und so finden wir genau dieselbe Gleichung wie da oben. Demzufolge wissen wir,
Ein Punkt P mit Koordinate x, y, z gehört zum gesuchten geometrischen Ort, dann und genau dann, wenn x minus 1 im Quadrat plus y im Quadrat 3 ist und wenn z 3 ist. Daher wissen wir, der geometrische Ort, den wir suchen, hat als kartesische Gleichungen x minus 1 im Quadrat plus y im Quadrat gleich 3 und z gleich 3. Also der gesuchte geometrische Ort, das ist der Kreis mit Zentrum 1, 0, 3 und Radius Quadratwurzel von 3 in der horizontalen Ebene mit Gleichung z gleich 3. Es ist also dieser Kreis. Schauen wir, P bewegt sich auf diesem Kreis und so bleibt dieses grüne Dreieck immer gleichseitig. In klein b suchen wir den Abstand zwischen dem Punkt C und der Geraden AB. Wir suchen also die Länge von dieser roten Strecke. Die können wir herausfinden durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Hypotenusenlänge ist also die Quadratwurzel von 5 im Quadrat plus 2 im Quadrat. Diese gesuchte Distanz zwischen C und AB ist also die Quadratwurzel von 29. In klein c suchen wir den Flächeninhalt von diesem blauen Dreieck ABC. Flächeninhalt, den wir berechnen können durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Als Basis nehmen wir den Abstand zwischen A und B und als Höhe können wir die Länge von dieser roten Strecke nehmen, also so. Der Abstand zwischen A und B ist selbstverständlich 2. Die Distanz zwischen C und AB, das ist Quadratwurzel von 29 und somit finden wir als Flächeninhalt vom Dreieck ABC die Quadratwurzel von 29. In klein d suchen wir den Kosinus des Winkels BAC. Wir suchen also den Kosinus von diesem Winkel BAC. Diesen Kosinus können wir berechnen durch das Skalarprodukt der Vektoren AC und AB geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Das heißt, durch das Produkt der Abstände zwischen A und C und A und B. Schauen wir dieses Skalarprodukt AC Skalar AB. Das kann berechnet werden durch AD Skalar AB, also so, weil der Vektor AD die orthogonale Projektion vom Vektor AC auf den Vektor AB ist. Und der Abstand zwischen A und C kann durch die Distanzformel zwischen zwei Punkten sehr schnell berechnet werden. Dieser Abstand, das ist 3 mal die Quadratwurzel von 6. Dieses Skalarprodukt von AD mit AB, das ist die Länge von AD, also 5, mal die Länge von AB, also 2. Somit finden wir als gefragten Kosinus diesen Bruch. Den können wir noch durch 2 kürzen und wenn wir dann Nenner und Zähler mit Quadratwurzel von 6 multiplizieren, so finden wir als gefragten Kosinus 5 mal die Quadratwurzel von 6 geteilt durch 18. In klein e suchen wir die Gleichung der Ebene ABC. Die können wir sofort so erstellen, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte dieser Determinanten wird gebildet durch die Koordinate x, y, z eines beliebigen Punktes der Ebene ABC, dann minus, 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 die Koordinate von einem Punkt der Ebene ABC, ich habe den Punkt A gewählt mit Koordinate 1, 0, 2. 1, 0, 2. Die zweite Spalte, das ist die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene. Ich habe den Vektor AB gewählt. Der hat als Koordinate 0, 0, 2. Und die dritte Spalte, das ist die Koordinate von einem zweiten Richtungsvektor der Ebene ABC. Ich habe den Vektor AC gewählt.
dessen Koordinate wir finden durch die von C minus die von A. 3 minus 1, das macht 2. 5 minus 0, das macht 5. Und 7 minus 2, das macht auch 5. Diese Determinante können wir schnell berechnen durch die Minore der zweiten Spalte und somit finden wir als kartesische Gleichung der Ebene ABC 5x minus 2y minus 5 gleich 0.